Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundriss Gaming und zu U-Boot. Es ist der Morgen des 21. September 1939. Wir haben hier gerade einen Frachter versenkt. Da hinten hat man gerade noch ein paar Kisten treiben sehen. Und wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Ganz langsam versuchen unterwegs noch ein paar Schiffe aufzubringen. Denn wenn wir hier noch 12.000 Bruttoregistertonnen versenken, haben wir den Tonnagekrieg Stufe 2 erledigt und können beim nächsten Mal mit dem Typ 2D uns auf den Weg machen. Also werde ich hier noch ein bisschen gemütlich kreuzen auf dem Heimweg. Es ist inzwischen 6 Uhr morgens. Wir sind hier an einem Horchhalt und haben einen Frachter entdeckt, der sich scheinbar in Richtung Bergen wieder bewegt. Und außerdem haben wir hier 35 Meter. Noch diese Gruppe von Kriegsschiffen, die haben wahrscheinlich da mit dem U-46, das wir versenkt haben, sich ein bisschen umgeschaut. Die fahren aber die ganze Zeit von uns weg. Wir hören die aber noch die ganze Zeit. Und die scheinen auch, wo sind die jetzt? Auf 110? Meter. Ah nee, dann fahren die jetzt ein bisschen weiter zurück auf jeden Fall. Vorher scheinen die irgendwie hier in diese Richtung gefahren zu sein. Richtung Dundee, ja, weiß ich nicht. Aber jetzt fahren sie wahrscheinlich doch wie eher hier rüber. Vielleicht hier drüben nach Lyonnais. Das könnte sein. So, diesen Frachter hier werden wir auf jeden Fall abfangen. Ich hoffe, das ist nicht wieder irgendein Norweger, sondern mal ein Brite. In einer Stunde haben wir den. Schraubengeräusch, Handelsschiff. Peilung 225 Grad. Torpedorohr 1 gewandt. Ja, das ist immer noch das Schiff, das wir schon kontrolliert haben. So, haben wir noch einen Kontakt? Mehr dürfte es eigentlich nicht geben. Dann schauen wir gleich mal nach dem Wetter. Es scheint ein bisschen neblig zu sein. Torpedorohr 2 gewartet. Anblasen! Schraubengeräusch, Handelsschiff, Peilung. Auf Dieselmotoren wechseln. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Peilung 0 Grad. Wir sind aufgetaucht. Das wäre dann quasi vor uns irgendwo, oder? Müssen wir nachher mal gucken. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ob wir das irgendwie sehen. So, wie ist das Wetter? Das Wetter ist eigentlich gut. Man kann ziemlich weit schauen. Unser Diesel qualmt schön. Ja, also schlecht sieht das Wetter nicht aus, würde ich sagen. Damit kann man schon arbeiten. Ja, dann fahren wir mal eine Stunde und schauen, ob wir Sichtkontakt zu diesem Handelsschiff bekommen. Das wäre super, wenn wir hier noch was versenken könnten. Vielleicht auch mal was Größeres. So, eine Stunde ist um. Wir müssen jetzt einen Horchhalt machen. Das Coole ist, wir können inzwischen das Fernglas benutzen, weil es eine Stabilisierung bekommen hat. Zumindest so ein bisschen, ne? So mega krass stabilisiert ist es vielleicht immer noch nicht. Also, da müssen wir mal schauen, rechts voraus irgendwo können wir den Frachter. Also, wenn es was Größeres ist, müsste es ein Tanker sein, aber die werden wahrscheinlich eher über den Atlantik kommen, etwas später. Da ist er. Schiff, 35 Grad. Alarm! Ah, es wurde Alarm ausgelöst. Ich wollte sagen, es wurde kein Alarm ausgelöst. Konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Alarm beenden. Alles gefasst. So, ich gehe hier mal raus gerade. Und dann setzen wir einen Abfangkurs. Wird erledigt, Herr Kalon. So, du darfst dich nochmal hinlegen.
Ja, da sieht man ihn sehr gut. Die Rauchwolke ist da deutlich am Himmel zu erkennen. Ja, ich fahre mal ein bisschen dichter ran. Und dann schauen wir mal, was da mit dem Frachter abgeht. Der wird auf jeden Fall versenkt. So, wir wurden scheinbar schon entdeckt bei diesem wunderbaren Wetter. Ist das kein Wunder? Wir schauen uns das Ding nochmal an. Denn es hieß, Schiffe machen sich gefechtsbereit. Ich weiß nicht, was sie machen wollen, außer Verstärkung zu rufen. Na, wo sind sie hin? Ja, wie soll ich sagen? Also diese Stabilisation. Das ist ein Empire Explorer. Mega. Boah. Also ich merke nichts von der Stabilisierung. Mit dem neuen Patch ist nicht nur diese Stabilisierung reingekommen. Okay, es ist immer noch krass nervig. Wir schauen mal gerade in die Option. Sondern... Es ist auch so, dass man jetzt für die Periskope auch die Wahl hat, die nicht mehr so sehr stabilisieren zu lassen. Ah, wo haben wir es denn? Periskopstabilisierung, ja, ist eigentlich aktiviert. Weiß ich nicht. Ich kann das hier auch gar nicht umstellen. Na gut, dann halt nicht. Und wir sehen, ne, das ist eine zusätzliche Realismuseinstellung. So, die Empire Fulma haben wir dort. Aber wir haben gesehen, die ist unbewaffnet. Das ist ein Explorer. Wir sehen auch sonst nirgendwo Rauch am Horizont. Also haben wir die ganz für uns scheinbar. Und ob sich da irgendwo noch ein zweiter Frachter tatsächlich befindet, das werden wir rausfinden, wenn wir die Fulma versenkt haben. Aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen dichter ran vielleicht. Ist hier schon wieder los? Man weiß es nicht, ne? Ja, die Wellen werden ein bisschen größer wieder. Na, ich fahre mal noch ein bisschen dichter ran. Ich habe gerade festgestellt, habe ich die Aufnahme gar nicht wieder gestartet. Also da, ich weiß nicht genau, was jetzt drauf ist. Ich habe das Schiff hier versenkt. Wir fahren jetzt in Richtung Süden davon. Und wir haben noch ein paar Kartoffeln vom Schiff bekommen. Und das Rettungsboot, oh, das ist jetzt auch nicht drauf, ne? Ein Rettungsboot hatte uns gerammt. Und woraufhin die Besatzung dann über Bord gesprungen ist. Ich konnte aber wirklich nichts dafür. Ich trieb dort nur im Wasser und das Rettungsboot ist mehrmals gegen mich geknallt. Ja, und ich hatte das Ganze nicht drauf hier. Ja, also der Frachter, die Fulma, hat auf jeden Fall medizinische Versorgungsgüter irgendwo hingebracht, mutmaßlich nach Bergen. Und uns fehlen noch 6.100 und ein paar zerquetschte Bruttoregistertonnen, also zwei nicht ganz kleine Schiffe wären das. Und ich habe es nicht aufgenommen, weil ich ein Depp bin. Okay, wunderbar. Da kommt Freude auf. Ja, schauen wir mal. Ich halte noch Ausschau nach weiteren Schiffen. Also wenn uns hier noch zwei vor dem Bug fahren würden, wäre das super. Ja, eine Stunde später haben wir den nächsten Horchhalt und direkt wieder ein Handelsschiff auf, wo ist denn das? 347. Es könnte sich also wieder um einen Norweger handeln in einer Entfernung von 80 plus, na ja.
Also 80 plus zeichne ich einfach immer so ein, dass ich hier den aktuelle Tiefe 55 maximalen Meter. Hydrofonradius in der Richtung um das Boot einzeichne. Aber die könnten wir in 2 Stunden abfangen. Ja, die werden sich dann hier entlang dieser südlichen Route bewegen, denke ich. So, hören wir noch was? Anblasen! Nein, das war alles. Zeit für eine Auszeit. Gut, dann setzen wir den Kurs fort. In einer Stunde werde ich nochmal tauchen. 30 Meter. Nochmal lauschen, ob sich vielleicht eine Kursänderung ergeben hat. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ziel in unserer Nähe gemeldet. So, wir haben gerade ein Funktelegramm bekommen. U-73 meldet einzelner Frachter im Planquadrat 1, Wofel 6, Kurs Nordost. Zickzackkurs, dreifacher Fehlschuss und ein Rohrkrepierer. Verfolgung aufgegeben, wegen Ausrüstungsproblem. Ja, okay. Also A1, Wofel 6, Richtung Nordost. Da schauen wir mal, 246. Das muss doch hier oben sein. Richtung Nordost. Ja, okay, nee, da kommen wir nicht mal ran. Die sind ja schon fast in Bergen. Nee, da kann man nichts mehr machen. Aber es gibt gleich einen Horchhalt. Das Wetter ist immer noch ja, so ein bisschen Nebel am Horizont, ne? Diesig würde ich das nennen. So, wir gehen mal bis um 11 ungefähr. Und dann lauschen wir nochmal. Wir müssen eigentlich so in einer Dreiviertelstunde, 40 Minuten ungefähr, auf den Frachter treffen. Es wäre natürlich auch gar nicht schlimm, wenn das ein Tanker wäre und kein Frachter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. So, unsere Navigation könnte mal ein bisschen unterstützt werden. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Mit der Genauigkeit sind wir nur bei 97%. Schraubengeräusch, Handelsschiff, Peilung 25. So, auf 22, 20 bis 30. Natürlich, Herr Kaloin. 40 Meter. Dort. Also irgendwo auf dieser Linie bewegt sich das Schiff. Hören wir sonst noch was? Ich würde auf Nein tippen. Anblasen. Und wir hören auch tatsächlich sonst nichts. Zeit für eine Auszeit. 30 Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, dann setzen wir den Kurs einfach fort und fangen das Schiff gleich ab, hoffe ich. Und dann ist es hoffentlich kein Norweger, sondern ein Engländer. So, wir haben auf 20 Grad Schornsteinrauch entdeckt. Dort ist er. Das ist das Schiff, das wir suchen. Funktelegramm gesendet. Wir berechnen nochmal den Abfangkurs neu. Und dann halten wir einfach darauf zu. Ich hoffe, das ist wieder das letzte Ding, war eine Empire Explorer. Deswegen hat die relativ viel Tonnage gebracht. Ich hoffe, das ist einfach wieder eine oder ein Tanker. Ich hätte nichts gegen großen Tanker. So. Der Frachter hat uns jetzt entdeckt und er dreht ganz schön weit ab, ne? Die Lapwing. Kurs setzen. Kann ich da noch meinen neuen Kurs haben? Ah, vielleicht drehen die auch gar nicht. Was ist denn das für ein Frachter? So, die Stabilisierung hier ist halt nicht so gut, wie ich die gerne hätte.
62 Grad. Ich drehe in die falsche Richtung. Was geht denn hier ab? Ach, drehen wir gerade? Ja, wir drehen gerade, deswegen kriege ich dich ins Visier. Da sind sie, das ist eine Empire Bell, würde ich sagen. Die hat wieder hinten diese schwarzen Masten, die beiden, noch den großen Mittelmast. Na gut. Dann halt eine Empire Bell. So, da drüben sind sie. Können wir die abfangen? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, ich bin mal gespannt, ob das geht. Ich glaube, die wurden gerade von einem U-Boot angegriffen. Ja, da ist uns jemand zuvor gekommen. Und hat die sauber versenkt. Das ist ja wohl frech. Wow, das war meins. Naja, wir fahren einfach mal weiter drauf zu. Ah, wir können, ja, wir nehmen exotische Früchte und ein bisschen Dosenbrot mit. Jetzt muss ich hier doch wieder den Quatsch transferieren. So, können wir mal stoppen. Alle Maschinen, stopp! So, wer kümmert sich um den Transfer? Keiner. Das finde ich halt uncool. Angeblich werden die verladen. Ich sehe halt nur niemanden das tun. Ah, hier, ja, nein, nee. Herr Kaloin? Oh, Haro, kannst du? Ich glaube, er geht los, vielleicht. Gegenstände transportieren, ja, sieht gut aus. So, und dann fischen wir hier auch noch das Brot raus und geben das hier gleich im Rettungsboot, würde ich sagen. Ich finde es halt wirklich dreist, dass jetzt hier irgendein U-Boot die mit dem Torpedo einfach versenkt hat. Ich frage mich auch, warum. Warum benutzt man dafür einen teuren Torpedo? So, Haro, sind wir fertig? Wir können halt auch niemanden mehr an Bord nehmen. So, Haro ist fertig.
So, dreimal Dosenbrot. Ja, bitte, gerne. Auch dafür ist Haru wieder zuständig. Ach, hätte ich das Dosenbrot auch direkt vom Decklager eigentlich an das U-Boot, sag ich schon, an das Rettungsboot geben können? Ich weiß es nicht. So, Haru darf sich schlafen legen. Wir gucken uns hier mal das Rettungsboot an. Geben denen so ein bisschen Dosenbrot, das gibt einen Punkt immerhin. Alles Gute, Jungs. Ja, und dann wurden wir hier quasi bestohlen. Das finde ich jetzt echt uncool. Na gut, wir setzen unseren Kurs einfach Richtung Süden erstmal fort. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir wollen ja schließlich irgendwann mal nach Hause. Halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt. Ja, und dann machen wir in einer Stunde, ja, so um eins ungefähr, in einer Dreiviertelstunde einen Horchhalt. So, wir haben hier einen weiteren Kandidaten zur Versenkung. Da müssen wir mal gucken, ne? Die scheinen sehr zielstrebig auf Bergen zuzuhalten. Also die abzufangen wird eine Weile dauern. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Ansonsten kommen wir halt hier drüben. In der Gegend wissen wir, fahren Schiffe rum, ne? AN5, AN2. In den beiden Quadraten. Da läuft irgendwie eine Route lang, weil die hier hoch und dann rüber und dann ganz komisch fahren. Ist das das Einzige, was wir hören? Bei dem anderen Wrack habe ich zwei Kriegsschiff-Kontakte gehabt. Ich vermute, das waren U-Boote. Zeit für eine Auszeit. Weil die ziemlich dicht dran waren. Ich hier etwas Unterstützung. Und aktuelle Tiefe 30 Meter. Da aber keine Schiffe an der Oberfläche zu sehen waren. 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kanon, wir sind aufgetaucht. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg und versuchen das Schiff zu holen. Wir haben angeblich einen Sichtkontakt. Wir müssen mal schauen, wo der sich befindet. Haru wird ihn erstmal melden. Ja, wir müssten hier auch gleich auf das Schiff treffen. Ich sehe es im Moment nicht. Na, fahren wir einfach noch ein bisschen weiter, das wird schon gleich auftauchen. So, da ist ja die Empire Newcomen. Scheint uns noch nicht entdeckt zu haben. Wir gehen hier mal auf den Parallelkurs. Ja, Riga darf ruhig schon mal. Langsame Fahrt voraus. So, und dann signalisieren wir den mal. Wir haben es versucht, ja. Nachdem ihre Mannschaft die Lichtsignale gesendet hat, dass sie das Schiff versenken werden, gibt es keine unmittelbare Reaktion der Besatzung. Nach einer Weile bemerken sie, dass das Schiff anfängt, intensiv im Zickzack zu fahren, um womögliche Torpedos auszuweichen. Die Schiffsmannschaft evakuiert den Frachter nicht. Ja, wir haben es versucht. So, können wir hier vielleicht ein bisschen mehr, ja, genau, darüber zacken. So, oder mit Schiffs.
Dann kriegen wir ein wunderschönes Drive-By-Shooting hin. Kleine Fahrt. Dann komm schon. Die Wasserlinie hätte ich gern mal getroffen. Starboard. Halbe Fahrt voraus. Wir beschleunigen wieder ein bisschen. Und so lange bearbeiten wir hier das Heck. Oh ja, die haben schon schön Schlagseite. Schiff noch nicht evakuiert. Aber die hängen doch dann nur noch irgendwie auf ihrer kleinen Empire Bell. Doch, jetzt haben sie das Schiff evakuiert. Da richten sie sich wieder auf. Und das heißt, sie sinken gleich. Höhenbruch! Gute Arbeit, Männer. So ist es nämlich. Herr Kaloyan? So, dann darfst du dich wieder verkrümeln. Also wir können niemanden mehr an Bord nehmen. Wir können ein bisschen Käse mitnehmen. Funktelegramm gesendet. Haben wir noch Käse in der Kombüse? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der Käse war ziemlich schnell alle. Wird erledigt, Herr Kaloyan. Nee, was? Hä? Was ist das denn? Geh weg. Herr Kapitän? Nee, Käse haben wir nicht mehr. Na gut, das ist ja nicht schlimm. So, ich will mal gucken, ob ich den Jungs hier direkt den Käse geben kann. Nee, kann ich nicht. Ich kann denen nur Vorräte aus dem Hauptlager geben. Transferieren, bitte. So, wer fühlt sich dazu berufen? Ich erwarte Ihre Befehle. Bestätige.
Oh, wollte er hier gerade losgehen? Nee. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Harrow krabbelt da immer hoch und dann macht er aber nichts. Also ich glaube, niemand wird sich hier um diesen Käse kümmern schon wieder. Herr Kapitän? Der Klager, Käse, kannst du das? Ja, macht's einfach nicht, ne? Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kapitän? So, das ist leider super fummelig hier. Und ich weiß auch nicht, warum das niemand übernehmen möchte. Wo ist denn das Rettungsboot? Ach, hinter uns. Diesmal kollidiert es wenigstens nicht mit uns. So, nimmt er das mit oder nicht? Nö, der macht einfach nichts. Ja gut, dann gibt's halt keinen Käse. So, wie weit sind wir denn? 48, ja. Wenn wir das andere Schiff bekommen hätten, könnten wir uns jetzt direkt auf den Heimweg machen. So werde ich hier einfach noch ein bisschen kreuzen. Kurs setzen. Und mal gucken, halbe Fahrt voraus, ob wir noch irgendwas auftreiben können. Es wäre super, wenn das funktionieren würde. Zeit für eine Auszeit. Na, ich weiß auch nicht, was jetzt mit dem Käse erstmal passiert. Vielleicht würde ja doch noch irgendjemand mal ins Hauptlager bringen. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Wir haben ein Funktelegramm erhalten. Oha. Das weiß ich nicht, ob das jetzt vom BDU kommt. Das könnte direkt sein. Sieht ein bisschen so aus. Es ist 3 Uhr morgens am 22. September. Ich hatte keine Kontakte mehr gehört. Schade eigentlich direkt. Jetzt wäre gleich nochmal ein Horchkontakt fällig gewesen und dann hätte ich mich wahrscheinlich sowieso... den Heimweg machen. So, was haben wir denn hier? AN282 Kurs Südwest. Oh. Und die sind langsam. 282, das Ganze hier oben. Kurs Südwest. Dann machen wir doch noch mal einen Abstecher. Ja, wir fahren einfach nochmal nördlich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und schauen mal, ob wir die noch bekommen können. Das wäre ja vielleicht was Gutes. Mal schauen, vielleicht funktioniert das. Ja, wir scheinen das Schiff tatsächlich geortet zu haben. Es kommt hier wirklich sehr, sehr langsam runter. Es ist inzwischen nach um 6. Es ist wieder hell und ich bin hier fast schon wieder oben an AN28 dran. Und jetzt hören wir das Schiff irgendwo hier. Hören wir sonst noch etwas? Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Anblasen! Nein, das scheint es gewesen zu sein. Zeit für eine Aber ist okay. Wir fahren dem mal ein bisschen entgegen.
und hören mal, ich benötige hier etwas Unterstützung. Was das für ein Schiff ist. Oder werden es dann sehen, wahrscheinlich hören. Wird ein bisschen schwierig. So, wir haben Schornsteinrauch voraus. Werden da mal auf Abfangkurs gehen. Wahrscheinlich kann man noch nichts erkennen. Aber bis um 9 werden wir auf jeden Fall auf dieses Schiff gestoßen sein, denke ich. Wir gucken uns mal an, ob es sich um einen Norweger oder um einen Engländer handelt. Ich hoffe ja. Es ist ein Schiff, das wir versenken dürfen. Es ist die HMY, Alexandra. Was ist denn das? Ist das was Niederländisches? Oh, falsche Richtung. HMY. Oh, das ist ein Norweger. So, wir müssen mal gucken, welchen Hafen der potenziell anläuft. So, der bewegt sich Richtung Südwest, wissen wir von hier aus. Ja, vielleicht London oder den Kanal. Also wahrscheinlich nichts nördlich dieser Linie hier. Also ich vermute mal, die sind irgendwo nach England unterwegs. Die Frage ist, können wir das beweisen? Ich vermute, wir können eher nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na, wir schauen mal. Langsame Fahrt voraus. So, wir senden ein Prisenkommando zum Frachter. So, wen brauchen wir denn? Wir brauchen Jim von Quakenburg, weil der Englisch kann. Der bekommt ein Gewehr. Dann brauchen wir Zetsche, weil der ein Händler ist. Und wen nehmen wir noch mit? Was ist denn Dreski? Hier. Den nehmen wir auch mit. Bisschen Crew. Zeit für eine Auszeit. Auf geht's. So, inzwischen werden wir die Maschinen mal stoppen. Aber wenn wir den versenken dürften, wäre das super. Na, ansonsten werde ich die Feindfahrt abbrechen. So, wo ist denn hier unser Schlauchboot hin? Es hat sich rüber gebeamt. Ist okay. Ihre Mannschaft klettert mit etwas Hilfe der Frachtschiffbesatzung auf das Deck. Danach werden sie vom Schiffskapitän begrüßt, der jedoch versucht, in Englisch zu kommunizieren und nicht allzu gut Deutsch spricht. Glücklicherweise spricht Dirk Maas fließend Englisch. Deswegen habe ich auch Quarky mitgeschickt, sodass es keine Sprachbarriere gibt. Nach dem Austausch von Höflichkeiten lädt er sie in seine Kabine ein, damit sie sich in Ruhe unterhalten können und er ihnen die eventuell benötigten Unterlagen zeigen kann. Oh, der ist aber sehr freundlich, das ist schon verdächtig. Der Kapitän führt sie in seine Kabine und bietet ihnen an, es sich bequem zu machen. Ich nehme an, sie wollen einen Blick auf unsere Frachtpapiere werfen, aber sowas von. Oh, 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 auf dem Hafen, oh, oh. Sie fordern die Frachtdokumente beim Kapitän an, in denen die Ladung seines Schiffs und sein Bestimmungsort aufgeführt sind. Ein unruhiges Gefühl macht sich in seinem Gesicht breit und er legt die Papiere mit einem leichten Zögern vor. Während sie den Inhalt sorgfältig prüfen, krampfen sich seine Hände zusammen und lösen sich wieder.
und eine Schweißperle bildet sich auf seiner Stirn. Den Dokumenten zufolge ist das Schiff auf dem Weg nach London und hat Lebensmittel an Bord. Es scheint, dass dieses Schiff mit blockierten alliierten Häfen Handel treibt und sie folglich berechtigt sind, es zu versenken. Wir haben nachgewiesen, dass dieser Frachter in feindliche Kriegsaktivitäten verwickelt ist. Wir können ihn versenken, ohne einen internationalen Zwischenfall zu riskieren. Sehr gut. Wir durchsuchen erstmal den Frachtraum oder befehlen wir erst die Evakuierung? Wir befehlen erstmal die Evakuierung. Sie teilen dem Kapitän mit, dass ihre Befehle sie dazu verpflichten, diesen Frachter zu versenken und dass er sofort evakuieren muss. Der Kapitän ist nicht glücklich über dieses Vorhaben, akzeptiert aber offensichtlich, dass er nichts tun kann, um es zu verhindern. Er gibt ihnen keine Antwort, sondern beginnt stattdessen seine Mannschaft zusammenzurufen, um die Evakuierung des Frachters zu organisieren. Na, das hat auch funktioniert. So, wir gehen mal in den Maschinenraum. In den Frachtraum. Dann durchsuchen wir den. Ja, wir liegen hier, glaube ich, ganz gut. Wir werden dann nachher eine kleine Fahrt machen. Und den Frachter versenken. Ja, dann sind wir 9 Uhr mit der Inspektion schon fertig. So, es gibt Fleischkonserven und Wurst. Das gibt bestimmt Ärger. So, ich mache das erstmal zu und dann gehen wir mal ins Olle Hauptlager. Und wir lassen hier natürlich nichts vergammeln. Wie viele Fleischkonserven kann ich da eigentlich mitnehmen? Ja, der Rest bleibt dann wohl da. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber so hängen wir hier halt auch einen Tag rum. So, in der Zwischenzeit werden wir den Jungs ein bisschen Vorräte mitgeben. Es gibt noch mal ein paar extra Punkte. So, dann transferieren wir hier nochmal 20. Das dauert 6 Stunden nochmal. Ja, und dann kehren wir zum Boot zurück. Zeit für eine Auszeit. So, ich brauche aber jemanden, der macht Kostas. Der hier das Schiff zerstören möchte. So, Haro. Ach, Haro ist zu müde. Na, vielleicht müssen wir es St. Peters machen lassen. Thank you.
So, wir machen mal kleine Fahrt voraus. Ja, vorne geht das Schiff schon schön tief ins Wasser. Oh ja. Da hat es sehr plötzlich Schlagseite bekommen. Das Rettungsboot da hinten ist ein bisschen im Weg. Ich würde die wirklich nur ungern jetzt aus Versehen wieder erschießen oder dazu bringen, ins Wasser zu springen. So, Maschinen, stopp. So, dann sinken die jetzt hoffentlich. Ziemlich zügig. Das sieht gut aus. Okay, es kam noch nicht die Meldung, dass sie gesunken sind. Okay. Jawohl. Ich würde sagen, die gelten als gesunken. So, Peters. Gehen wir ans Funkgerät. Dann schicken wir ein paar Telegramme. Zwischendurch gucken wir mal, was könnte man denn hier noch mitnehmen. Fleischkonserven und das Schweinefleisch, ja, okay. Halbe Fahrt voraus. So, wir gehen auf halbe Fahrt. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Dann kann die Crew sich auf dem Heimweg hoffentlich ein bisschen ausruhen. Telegramm gesendet. Nachdem wir jetzt echt so lange mit Ladung verladen beschäftigt waren. Und dann... Achso, wir schauen noch einmal kurz. Das müsste aber gereicht haben, ne? Ja, 54. Oh, die waren ja richtig viel wert. Wunderschön. Dann kehren wir in den Hafen zurück. Feindfahrt ausgeführt. Freuen uns darüber, dass das eine sehr erfolgreiche Fahrt wieder war. Das ist ja echt jedes Mal eine Kapelle aufmarschieren lassen. So, Hubert Leimkühler hat das U-Boot-Kriegsabzeichen bekommen. Genauso wie Friedrich Zetsche.
Harro von Dreski. Walter Koss hat das Eiserne Kreuz zweiter Klasse bekommen und hat schon fast das Eiserne Kreuz erster Klasse. Joachim Rieger hat das U-Boot-Kriegsabzeichen bekommen und arbeitet weiter am Deutschen Kreuz in Gold. München von Quakenburg arbeitet... Nee, der hat das Deutsche Kreuz in Gold bekommen. Das ist nur... Es blendet ein wenig. Und arbeitet am Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Außerdem gab es das U-Boot-Kriegsabzeichen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kommandant. Ihre Unternehmungen, die Handelswege des britischen Empire zu unterbrechen, waren erfolgreich. Ihre Fähigkeiten als U-Boot-Kommandant haben es Ihnen ermöglicht, die größte Schwachstelle des Empire anzugreifen, die Abhängigkeit vom Seehandel. Steht immer dasselbe, ne? Schade. Tonnagekrieg, yay. So, die Empire Kohinoor haben wir versenkt. Versorgungsgüter von London nach Bergen, 3248 Bruttoregistertonnen. Dann die Austin, 4674 Bruttoregistertonnen. Medizinische Versorgungsgüter. Die Empire Fulmar, 5725 Tonnen. Wow. Medizinische Versorgungsgüter. Empire Newcomen, 4339 Bruttoregistertonnen, auch Versorgungsgüter von London nach Bergen. Und die HMY Alexandra, 5946 Tonnen. Unseren Informationen zufolge war das Schiff auf dem Seeweg von Bergen nach London mit Lebensmitteln in den Frachträumen. Hm. So, das vermisste U-Boot haben wir gefunden, untersucht haben wir es, wir haben es versenkt. Patrouillengebiet erreicht, 1000 Kilometer patrouilliert, mehr oder weniger. Aber wir haben 4000 Bruttoregistertonnen versenkt. Ja, wunderbar. Der Level Up für Zetsche. Oh, das nehmen wir gerne mit. Er bekommt jetzt nämlich Motorenspezialist. Damit unser Diesel nicht mehr ganz so auffällig ist. So, und dann bräuchten wir eigentlich noch einen... ...einen Mechaniker, ne? Damit ich Leimkühler austauschen kann. Und das Boot wollen wir auch wechseln. So, bevor ich das Boot wechsle, würde ich einmal speichern wollen. Ne, wir geben hier erstmal ab. Dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Ja, ja. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Na klar. So, einmal Überlebende übergeben. Wir haben... 3 Ansehenspunkte. Oh, sehr gut. Aber bevor ich das Boot wechsle, würde ich einmal speichern, denn ich glaube, es wurde gepatcht, dass die Gegenstände mit übernommen werden. Und ich hoffe, die Lebensmittel werden auch mit übernommen. Wir schauen mal nach. So, dann schicken wir mal Herrn von Quakenburg hier hin. Ich würde gerne... Sehen Sie sich die Lagerbestände an. ...das Kommando über ein anderes U-Boot übernehmen. Nämlich über... was haben wir denn hier? U-146. So, wir wechseln. Jetzt schauen wir mal. Im Hauptlager befinden sich ein paar olle... Ach, das Zeug aus der Kombüse hat er nicht übernommen. Das Hauptlager hat er mitgenommen, aber das Zeug aus der Kombüse nicht. Ah, okay, dann würde ich nochmal laden. Hat er die Gegenstände übernommen? Die Gegenstände hat er übernommen. Hat er unsere Torpedos übernommen? Ja.
Ja, das Boot scheint auch voll aufgetankt zu sein. Okay, dann lade ich nochmal. Wir verkaufen erst so ein paar medizinische Dinge und den Anstrich hat er auch nicht übernommen. Oh. Jetzt sieht das hier wieder hässlich aus. Ha, na gut, Moment. So, dann schicken wir mal unseren Händler. Herr Kaloin? Zetsche müsste Händler sein, oder? Ja. Ich erwarte Ihre Befehle. Was benötigen Sie, Herr Offizier? So, den schicken wir mal los. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Und dann verkaufen wir ein bisschen Zeug. Reicht das schon? Wir gucken mal in die Kombüse. Fisch, Kartoffeln, Gemüse. Ah, wir behalten sogar den Käse. Was? Ach, es muss immer was in der Kombüse sein. Ja, es muss immer was in der Kombüse sein. Gut, dann lassen wir den Käse einfach da. Ja. Und holen uns jetzt nochmal ein neues Boot. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. 139 ist es diesmal, okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, da sind alle frisch an Bord gegangen. So, jetzt müssen wir ein bisschen hin und her transferieren. Damit wir hier was Ausgewogenes zustande bekommen. Wunderbar. So, und jetzt können wir unsere Vorräte auffüllen. Ja. Zetsche. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Vorräte. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Und wahrscheinlich auch Munition für die Flak. So, das passt soweit. Jetzt ist das voll. Kraftstoff haben wir genug. Torpedos haben wir. Oh nein, die haben unser. Ah, du kannst weg. Ich will eigentlich nur T2s dabei haben. Keine hässlichen T1er. Blubberbläschen sind nicht unsere Freunde. Ja, Gegenstände sieht eigentlich okay aus. So, Lebensmittel könnten wir noch ein paar gebrauchen. So, Gemüse füllen wir auch wieder auf. Wollen wir auch die exotischen Früchte auffüllen? Dann hätten wir davon auch einen guten Vorrat. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ein bisschen Fisch hätte ich natürlich gern nochmal gekauft. Aber der ist im Moment aus. Genauso wie Kartoffeln. Puh, na gut. Da muss man dann im Notfall nehmen, was man bekommt. So, Dankeschön, auf Wiedersehen. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Na klar. So, einmal verwalten. Achso, wie viele Punkte habe ich? 3, glaube ich, ne? Ja, es sind 3. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen?
Holen wir uns neue. Ich glaube, wir holen uns neue. Diese Rekruten könnten sich als wertvolle Unterstützung für ihre Besatzung erweisen. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese... So, Norbert Reinicke und Willi Reitenbach. So, die drei sind das hier. Nee. Da ist Reitenbach, ja. So, dich würde ich gerne befördern zum Ingenieur. Du bist hart im Nehmen, das ist leider ein bisschen unnütz. Norbert Reinicke, du wirst zum Ingenieur befördert. Du bist englischsprachig, das brauchen wir auch nicht unbedingt. So, und Willi. Französisch. Das kann Haro von Dresky schon. Ja, ich weiß gar nicht, was noch für Portugiesisch könnte man noch bekommen als Sprache irgendwie, ne? Und ansonsten weiß ich nicht, was es noch gibt. Vielleicht wurde Portugiesisch nach der Beta auch rausgestrichen. Ich habe keine Ahnung. Ach, Alvin Peters kann Französisch und Haro kann Spanisch, heißt die Sprache. Was mit Italienisch? Spielt Italienisch mit? Ich weiß es nicht. Achso, dann müssen wir nochmal Zetsche. Ja. Losschicken. Sie, Herr Offizier. So, hier können wir noch nichts tun. Die Zwerge will ich nicht. Aber einen vernünftigen Anstrich hätte ich gerne. Den hier. Es dauert 5 Stunden, das Boot anzumalen. Und das ist, glaube ich, schon wirklich spektakulär schnell. So, das Boot ist vom Dienst befreit. Ich würde jetzt... Oh, die sind eigentlich ausgeruht. So, das ist der Abend des 27. September. Wir brauchen noch 46.000 Bruttoregistertonnen an britischen Schiffen, die wir versenken müssen. Minen haben wir noch gar keine. Oh nein, das könnte ja auch noch auf uns zukommen. Hätte ich mir mal erst den Befehl geholt. Vielleicht habe ich jetzt voll viel Zeit damit verschwendet, die Torpedos auszutauschen. Keine Ahnung. Oh, Schiff von Quakenburg kann befördert werden. Ja, beziehungsweise nicht befördert, sondern... Artillerist? Nee. Ja, ich glaube, wir nehmen hier Fokus. Der Offizier ortet feindliche Schiffe um 25% schneller durch UZO und Periskope. Im manuellen Modus wird das Periskop zusätzlich stabilisiert. Ja, das hört sich nützlich an. Das nehmen wir mit. Gut, dann sind wir für heute durch. Beim nächsten Mal gibt es dann neue Befehle. Warum ist die Moral so schlecht? Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht, weil die Kombüse zwischendurch mal leer war. Oder weil wir das Boot gewechselt haben. Ich habe keine Ahnung. So, unsere Lebensmittelspeicher sind auf jeden Fall sehr schön voll. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.